Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach solche Baisertröpfchen selber machen könnt. Dafür benötigen wir 2 Eiweiß, eine Prise Salz, 100 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Speisestärke, Lebensmittelfarbe in der Farbe eurer Wahl, eine Rührschüssel oder ein Handrührgerät. Als erstes gebt ihr eine Prise Salz und das Eiweiß in eure Rührschüssel und verrührt das Ganze gut. Wenn das Eiweiß schaumig aufgeschlagen ist, könnt ihr dann nach und nach den Zucker dazugeben. Wenn das Eiweiß jetzt aufgeschlagen ist, gebt ihr noch 1 Teelöffel von der Speisestärke dazu, siebt das Ganze gut durch und hebt das einmal unter. Anschließend gebt ihr eure Masse auf 3 Teile für 3 Farben und gebt dann die Lebensmittelfarbe dazu und rührt diese gut unter. Dann könnt ihr schon anfangen, kleine Tröpfchen auf euer Backpapier zu geben. Wenn ihr jetzt alle Tröpfchen auf dem Backpapier verteilt habt, gebt ihr das Ganze in den Ofen bei 70 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 bis 60 Minuten. Um festzustellen, ob die Tröpfchen schon getrocknet sind, könnt ihr sie einfach vorsichtig auf dem Backpapier bewegen. Lassen sie sich ohne Probleme hin und her schieben, sind sie trocken und ihr könnt sie aus dem Ofen nehmen. Nachdem die Tröpfchen aus dem Ofen gekommen sind und ihr diese gut abkühlen lassen habt, sollte die Unterseite mittlerweile glatt und geschlossen sein. Und schon sind eure Baisertröpfchen fertig.